Wir kommen direkt aus Frag Patrick, wo wir mit Kunden über unproduktive Meetings oder wie man sie produktiv macht gesprochen haben und haben die besten Tricks selektiert. Wer Lust hat, Frag Patrick irgendwo mal mitzumachen in einem zukünftigen. Ich verlinke das unten kurz in diesem Video. Frage Nummer 1. Hybrid-Meetings, wie macht man die am besten? Vielleicht kurz, was ist ein Hybrid-Meeting? Ein Hybrid-Meeting stellt sich so dar, dass sowohl Online-Teilnehmer als auch offline, also physikalische Teilnehmer, in einem Meeting sich tummeln. Und ich habe dann folgende Aussage gemacht. Ich habe gesagt, die Hybrid-Meetings sind die Champions League für den Meeting-Leader. Das ist viel, viel schwieriger als ein reines Online-Meeting oder ein reines physikalisches Meeting, logischerweise. Was sind deine Top-Tricks, Olivia, zu diesem Thema? Ja, das ist definitiv der Fall. Das Wichtigste ist ganz klar, der Meeting-Leader sollte, wenn immer möglich, vor Ort sein. Also nicht online dabei, sondern vor Ort, wo auch die anderen Leute sich in einem Raum befinden. Das Zweite ist sicher, alle, die online dabei sind, die sollten auch einzeln teilnehmen, also jeder vor seinem Laptop, nicht nochmals an einem Ort sich versammeln und teilnehmen, weil dann ist es fast unmöglich für den Meetingleader, alle dabei zu haben und auch separat entstehende Diskussionen noch leiten zu können. Warum muss der Meetingleader im Raum sein? Ja, weil es ist viel einfacher, Leute, die um einen Tisch sitzen, motivieren zu können, auch sehen zu können, was passiert in den Gesichtern. Und das Problem ist immer, dass man sich als Raum stumm schaltet im Meeting und dann eine Diskussion sich entfacht, von der die anderen nichts mitbekommen. Und der Meetingleader muss da unbedingt eingreifen können. Dann kam die Königsfrage. Ja. Wie stellen wir sicher oder wie bringen wir diesen Change in die Organisation, dass die Leute sich wirklich auf die Meetings vorbereiten? Weil wir haben ja gesagt, es gibt eine Grundlage, wir müssen eine Plattform bereitstellen, zum Beispiel OneNote in unserem Fall, wo die Leute im Vorfeld diskussionsbereite Themen einbringen können. Aber jetzt kommt der Punkt, wie bringen wir die Leute dazu, dass sie das wirklich da einbringen können. Mein wichtigster Punkt ist, wir müssen sicherstellen, dass wir das von den Leuten einfordern und im Idealfall machen wir das so, dass wir einen Kodex miteinander erarbeiten. Das heißt, wir vereinbaren miteinander die Regel, wie wir zusammenarbeiten wollen, spezifisch im Meeting. Darin steht zum Beispiel, wir bereiten uns diskussionsbereit auf das Meeting vor, innerhalb vor 24 Stunden oder 24 Stunden, bevor das Meeting stattfindet. Solche Dinge sind da drin. Dann haben wir am wenigstens die Abmachung. Und was machen wir jetzt, damit wir auch wirklich die Aktion dahinter dann bekommen? Ja, das ist die Grundlage. Das ist ganz wichtig, dass man die Grundlage setzt und sagt, so wollen wir Meetings durchführen. Nachher ist es wichtig, dass man das auch einfordert. Aber bevor man wirklich einfordert, ist wichtig, die Leute zu befähigen, dass sie wissen, wie arbeite ich auf dieser Plattform, was heißt diskussionsbereit aufbereiten, wie mache ich das genau, wie verlinke ich weitere Informationen ins OneNote. Und nachher ist es wichtig, dass der Meeting-Leader das wirklich auch einfordert. Man muss verhindern, dass trotzdem Informationen wieder gekäut werden während dem Meeting. Also alles, was schon sich auf der Plattform befindet, sollte nicht nochmals angesprochen oder diskutiert werden, sondern man muss wirklich versuchen, als Meetingleader, und auch das braucht ein bisschen Übung am Anfang, zum Punkt zu kommen, Beschlüsse zu fassen und gleich in die Diskussion zu starten und nicht mit dem Informationsaustausch zu starten. Dann entsteht oftmals auch so ein Schnellzuggefühl bei den Meeting-Teilnehmern. Und wenn man sich nicht vorbereitet hat, dann ist das meistens nicht so eine tolle Erfahrung. Das heißt, beim nächsten Mal bereitet man sich auch vor. Dann eine wirklich spannende Frage. Online-Meetings sind sehr viel schwieriger, um die Leute bei der Stange zu halten. Ich habe einige Freunde, die mir so im Geheimen sagen, weißt du, wenn ich in einem Online-Meeting bin, dann stelle ich mich auf Mute und mache irgendwas anderes. Das ist sowas von irrelevant für mich. Und ich hoffe dann, dass ich unter dem Radar fliege und dass mich niemand aufruft, sonst wird es schwierig. Jetzt im Online-Meeting, glaube ich, gibt es zwei Faktoren, die ich glaube, sind entscheidend. Nummer eins, wir müssen die Dauer kürzen. Ein Meeting, das vorhin 2 Stunden gedauert hat, sollte wahrscheinlich eher 1 Stunde dauern. Das ist ein Element. Und Nummer 2, wir sollten die Leute immer wieder aktivieren. Wir müssen sie mit Gewalt wieder in dieses Meeting zurückholen, dass es kein Entrinnen gibt. Mhm. Was sind die besten Aktivierungsmethoden aus deiner Sicht?
Ganz wichtig, dass man gezielte Fragen stellt. Nicht einfach Fragen ins Plenum, was denkt ihr dazu? Dann entsteht meistens diese so awkward silence, niemand sagt etwas. Man sieht ja auch die anderen nicht live, also man weiß nicht, wer möchte jetzt gerade etwas sagen. Also wichtig, zielgerichtete Fragen stellen, die Leute wirklich mit Name adressieren oder auch weitere Features nutzen, zum Beispiel indem man vielleicht den Breakout Room nutzt, den es neu in Microsoft Teams gibt, also für Gruppenarbeiten, dann in kleinere Gruppen sich aufteilen oder weitere Features wie zum Beispiel Umfragen nutzen. Da hast du ja auch ein Video dazu, wie man das genau macht. Da ist das, genau, blenden wir rein. Also immer wieder, natürlich in der richtigen Dosis, die Leute zurückholen mit einfachen Themen. Vielleicht auch noch eine gute Idee ist, den Chat aktiv zu nutzen, die Leute aufzufordern. Schreibt doch kurz in den Chat, was eure Meinung ist. Solche Dinge, ja. Okay. Super. Vielen Dank, Olivia, für dieses Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.